Eggenette Hom, Grüezi, Servus, Glück auf, der Steiger kommt und hallo. Vor allem denne, die an denne alte Saba-Volksempfänger hocke und das Video mitverfolge. Ja, trauen eure Augen. Ihr seid heute bei der rattenscharfen Kamera-TV-Befahrung in der Stadtentwässerung von Villingen-Schwenningen aus dem Canale Grande und dort von der Neckarsohle 7 aus der Neckardohle. Fast so schön wie im Franziskaner-Konzerthaus oder in der Neckarhalle. Wie ihr seht, ist in Villingen-Schwenningen einiges ungeklärt. 50 Stunden Stadtführungsmarathon, da sind die noch ganz wach. Jede Stunde startet die Führung in Villingen und in Schwenningen. Wir sind doch die Doppelstadt, die immer alles doppelt hat. So sehr ist die 50 die neue 100. 100 Führungen. Motto: mehr VS entdecken. Startpunkt ist in Villingen im Spitalkeller vom Franziskanergarten und in Schwenningen des Hans-Jakob-Stüble vom Heimatverein in der Bürgstraße. Die neue U-Bahn-Verbindung zwischen Villingen Westbahnhof und Schwenningen, Hölzle-König, die wird am 20. Mai noch nicht fertig sein. Aber vielleicht die neue U-Bahn-Station am Hölzle-König. Aber sei es wie es sei, dort ist auf jeden Fall am Sonntag, der 22. Mai, der Schlusshof am 6. Ab da feiern dann die Überlebenden. So, und mit dem Bändel ist die Busverbindung zwischen Villingen und Schwenningen während dem Stadtführungsmarathon umsonst. Und die Führungen sind auf Spendebasis. Oh, ich muss mich beeilen. Gleich ist der Tatort zu Ende. Und die Kacke hier am Dampfe wie im Schwenninger Moos der Frühnebel. Da spüle mich gleich die vereinigte Wasserspülungen der Heimatstadt weg. Die gesplitterte Abwassergebühren in ihrer schönsten Form. Oh, war das jetzt laut. Ich mach mich jetzt vom Acker. Übrigens, geführt wird bei Tag und bei Nacht. Aber eine Führung im Canale Grande wird's beim Stadtführungsmarathon nicht geben. Also, nicht vergessen, Stadtführungsmarathon von 20. bis 22. Mai. Freunde der gepflegten Unterhaltung, stellt sich nur noch die Frage, sind wir dabei or not dabei? Ich würde sagen, dabei. Wir sehen uns. 50-Stunden-Marathon geführt.